Hallo und willkommen zum großen Finale vom Retro-Dreikampf zwischen dem Weidemann, dem Perudor und mir, den Retro-Gaming-Panda. Ja, als letztes Disziplin hat sich der gute Weidemann Tetris gewünscht und zwar in ein sehr, sehr schwerer Modus. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir spielen den B-Modus, wo man eine bestimmte Zahl von Zeilen klären muss. Und dann auch noch auf der höchsten Stufe, wo quasi das halbe Feld vollgefüllt ist, plus noch die schnellste Geschwindigkeit. Ich muss sagen, ihr habt es gestern beim Perudor gesehen, der Weidemann hat da mit 40 Zeilen sehr, sehr gut vorgelegt. Ich habe so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil ich glaube, bei mir wird das genauso laufen wie beim Perudor, leider. Aber den zweiten Platz habe ich ja bisher sicher. Wollen wir mal gucken, ob ich heute den ersten Platz schaffe, aber ich will gar nicht tief stapeln, ich glaube nicht. Der Weidemann ist so ein Tetris-Profi. Ich habe ja in meinem Spiel Solar Striker gewonnen, was ich mir gewünscht habe. Und dann, naja, schauen wir, ach nee, geil, das hat sich der Perudor gewünscht. So war das, ich habe ja Kung Fu Master, das ist schon so lange her, lange. Ja, und zwar, das Projekt hat uns allen so viel Spaß gemacht, dass wir auf jeden Fall auch in eine zweite Runde gehen wollen. Und da wollen wir das Mitgliedsroster quasi erweitern. Und zwar der ProNoob2K hat auch schon zugesagt, dass er mitmachen will. Also, wenn ihr YouTuber seid, vielleicht auch Lust habt, beim nächsten Projekt mitzumachen, wir peilen mal irgendwas mal so grob im Herbst an, dann meldet euch einfach bei mir. Wir hatten uns darüber überlegt, dass es natürlich logischerweise maximal 7 Leute sein sollten. Weil nein, eine Woche hat 7 Tage, sonst müsste man das mit dem Abstand irgendwie komisch machen oder sowas. Also 4 Leute werden wir schon. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach bei mir oder einfach in den Kommentaren, da besprechen wir alles weitere. Ihr müsst halt nur im Prinzip ein Let's Player sein, der auch Retro-Spiele aufnehmen kann und jeder kann das in seinem Stil machen. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen. Also, fangen wir mal an. Ich habe echt Schiss, muss ich sagen. Also, wir spielen ja Typ B. Level 9 und auf High. So. Es ist ja so, dass man maximal 25 Zeilen hat und zum Schluss wird ja eingeblendet, wie viele man noch übrig hat. Und das subtrahiert man dann einfach und dann weiß man, wie viele Zeilen man hat. Ich habe mir auch einen Zettel und einen Stift bereitgelegt, um das alles aufzuschreiben. Also zu schlagen gilt es der Weidemann mit 40. Und zur Ehrenrettung muss ich über Perudors einkommen. Aber, ja, es wird schwer. Okay. Ich werde jetzt auch nicht viel labern, weil ich mich extrem konzentrieren muss. Das sieht wahrscheinlich, der Perudor meinte es auch schon, das sieht auf dem Video gar nicht so schnell aus, wie das wirklich beim Spielen ist. Also, drückt mir die Daumen. Ich dachte schon, es wäre gar nicht so mistig gewesen. Okay, 0 Zeilen gemacht. Also das Video wird etwas kürzer sein als Solar Striker, würde ich sagen. Fangen wir nochmal an. Okay. Komm her, komm her. Gut. Also ich hoffe, dass ich wenigstens eine Zeile schaffe. Okay. Ich habe wirklich keine Chance. Also lieber Weidemann, da hast du dir aber auch echt was ausgesucht. Ey, das ist so hart. Ihr glaubt das gar nicht. Ihr müsst das einfach mal nachspielen. Deswegen ist es ein sehr, sehr kurzes Video. Perudor, du bist in dieser Runde Zweiter geworden. Aber die erste Runde Kung Fu Master hat ja der Weidemann gewonnen. Die zweite ist Solar Striker ich und jetzt wieder der Weidemann. Also, lieber Weidemann, ich verbeuge mich. Du bist der Sieger der ersten Retro-Dreikampf-Challenge mit 2 Siegen. Ich habe einen, Perudor leider keinen. Aber in der zweiten Runde, irgendwann, wie gesagt, Herbst, peilen wir so an. Wir haben jetzt auch keinen festen Zeitplan ausgemacht. Aber es scheint ja bei euch sehr gut anzukommen, was uns natürlich auch tierisch freut. Und deswegen danke, dass ihr reingeschaltet habt und dass euch dieses Projekt gefallen hat und verfolgt habt. Und Gratulation, lieber Weidemann, du bist der offizielle Sieger. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt bei diesem etwas kürzeren Video. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Dann macht's gut. Tschüss.